Der Kryptowinter scheint aktuell wieder etwas aufzutauen. Seit dem 22. Oktober steigt der Bitcoin-Kurs wieder, weshalb auch das Interesse an Kryptowährungen wieder ansteigt. Allerdings sollte man im Hinterkopf behalten, dass der Bitcoin-Preis in der Vergangenheit schon immer stark geschwankt ist. Was viele dabei vergessen, die meisten Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum sind weniger sicher und anonym als oftmals angepriesen. Warum das so ist und wie ihr Krypto möglichst sicher verwenden könnt, das erkläre ich euch in dieser Folge. Ich bin Alex, euer Internet-Explainer, und auf diesem Channel schauen wir uns an, wie wir unser digitales Leben sicherer und privater gestalten. Von Dogecoin über den Dollar-Stablecoin bis zum bekannten Bitcoin. Laut Finanztipp gab es letztes Jahr über 10.000 verschiedene Währungen. Aber was vereint all diese Coins miteinander und was bedeutet der Begriff überhaupt? Mit Kryptowährungen werden erst einmal digitale Währungen gemeint, also eine rein digitale Währung, von der kein bares Geld existiert. Außerdem werden Kryptowährungen wie Bitcoin nicht von der Notenbank oder von anderen zentralen Einrichtungen herausgegeben und unterliegen auch keiner direkten staatlichen Regulierung. Was der Staat allerdings regulieren kann, ist der Zugang zu diesen Kryptomärkten. So brachte das EU-Parlament beispielsweise vor ein paar Monaten ein Gesetz auf den Weg, durch das strengere Regeln für die Kryptoportale gelten sollen. Diese Portale sind der einzige Weg, um einfach normales Geld in Kryptowährungen umzutauschen. Die zugrunde liegende Technologie, also beispielsweise die Blockchain von Bitcoin, lässt sich hingegen nicht ohne weiteres regulieren. Wusstest du, dass die digitale Währung schon seit 40 Jahren existieren? 1983 stellte David Chaum eine Währung namens eCash vor, die vom Prinzip her den heutigen Kryptowährungen sehr ähnlich ist. Sein Unternehmen ist 1998 allerdings pleite gegangen, weshalb die Währung heute nicht mehr existiert. Die älteste Kryptowährung, die bis heute überlebt hat, kennt ihr wahrscheinlich: Bitcoin. Gemessen an seiner Marktkapitalisierung, also dem Wert aller Bitcoins, die aktuell existieren, ist sie außerdem die mit Abstand größte Kryptowährung. Bitcoin wurde erstmals 2008 in einem Dokument vorgestellt, das von Satoshi Nakamoto vorgestellt wurde. Diese mysteriöse Person oder Gruppe von Personen ist bis heute unbekannt. Wir kennen also den Schöpfer von Bitcoin nicht. Die erste Transaktion erfolgte 2 Jahre später, und zwar wurden zu einem Spottpreis von 10.000 Bitcoin 2 Pizzen gekauft. Bei dem heutigen Kurs entspräche das ungefähr 300 Millionen Euro. Zum Durchbruch von Bitcoin verhalf unter anderem die dahinterstehende Technologie, die Blockchain. Eine Blockchain könnte man mit einem Kassenbuch vergleichen, in der jede Transaktion notiert ist. Dieses Kassenbuch existiert allerdings nicht nur einmal, sondern jede Person hat eine Kopie davon. Deshalb spricht man auch davon, dass Bitcoin dezentral ist und dass alle Transaktionen öffentlich einsehbar sind. Würde jemand das Kassenbuch manipulieren, also beispielsweise eine Transaktion eintragen, die gar nicht stattgefunden hat, würde das allen anderen Teilnehmern auffallen. Es gibt also keine zentrale Instanz, wie das bei einer Bank der Fall ist, weshalb die Technologie als besonders manipulationssicher gilt. Wenn ihr mehr über die Funktionsweise erfahren wollt, könnt ihr euch dieses Video der Tagesschau mal anschauen. Am Ende des Tages ist es die Kombination aus Dezentralisierung und Transparenz, die Kryptowährung für viele so innovativ und revolutionär macht. Sie stellen die bisherigen Vorstellungen von Geld und seiner Verwaltung auf den Kopf. Ein radikaler Paradigmenwechsel. Aber wie privat und anonym sind Kryptowährungen denn nun wirklich? Um das zu beantworten, müssen wir zunächst den Begriff Pseudonymität erklären. Denn in der Welt der Kryptowährungen wird weniger von Anonymität und vielmehr von Pseudonymität gesprochen. Was ist hier der Unterschied, fragt ihr euch vielleicht. Pseudonymität bedeutet, dass ihr nicht mit eurem echten Namen, sondern mit einem Pseudonym, also beispielsweise eurer Bitcoin-Adresse, auftretet. Diese Adresse kann sich jeder kostenlos generieren. Ein Pseudonym ist vergleichbar mit einem Künstlernamen oder einem selbstgewählten Usernamen im Internet. Es bleibt das Gleiche, allerdings kann man erstmal nicht sagen, welches Pseudonym zu welcher Person gehört. Die Blockchain von Bitcoin ist außerdem komplett transparent. Das heißt, jeder kann online einsehen, welche Transaktionen gerade durchgeführt werden und in welcher Höhe. Wenn jemand eure Bitcoin-Adresse hat, bedeutet das also, dass er all eure Transaktionen sehen kann
und darüber hinaus sogar weiß, wie viel ihr gerade auf euer Wallet, also in eurem digitalen Geldbeutel habt. Wirkliche Anonymität bieten sogenannte Privacy Coins. Sie basieren ebenfalls auf einer dezentralen Blockchain, allerdings sind sie technisch so aufgebaut, dass Transaktionen und Guthaben nicht eingesehen werden können. Wenn ihr Krypto benutzen wollt, um vollständig anonym zu sein, solltet ihr also einen Blick auf diese Privacy Coins werfen. Sie kommen dem guten Bargeld am ehesten nahe. Aber wie sieht es mit der Sicherheit von Kryptowährungen aus? Sind sie wirklich sicherer als das Geld auf unserem Konto? Als erstes solltet ihr im Hinterkopf behalten, dass Kryptowährungen sehr volatil sind. Im Worst-Case-Szenario könnt ihr alles verlieren. Dass der Kurs von Kryptowährungen so volatil, also so stark schwankt, erkennt man schnell, wenn man mal einen Blick auf den Bitcoin-Preis der letzten 2 Jahre wirft. Ende 2021 war ein Bitcoin beispielsweise noch 55.000 Euro wert. Ende Oktober 2023 ist es nur noch knapp die Hälfte. Man sollte also ganz genau wissen, was man macht, wenn man in Krypto investieren möchte. Wenn ihr ein bisschen mit Kryptos herumspielen wollt, ich mache das auch mit ein wenig Spielgeld, dann solltet ihr auf jeden Fall das Zitat "Not your keys, not your coins" beachten. Was bedeutet das? Eure Krypto-Coins gehören nur euch, wenn sie in einer eigenen Wallet liegen und ihr das Passwort dafür habt. Viele kaufen ihre Kryptowährungen bei einer Börse und lassen sie dann dort liegen. Das ist ungefähr so, als würdet ihr am Geldautomaten Geld abheben und anstatt es dann in euren eigenen Geldbeutel zu stecken, gebt ihr es dem netten Kassierer nebenan, der es für euch in seinem Geldbeutel aufbewahrt. Kommt ihr am nächsten Tag zurück, kann es sein, dass er euer Geld noch hat oder er hat es vielleicht auch nicht mehr. Dass das kein theoretisches Risiko ist, hat sich vor rund einem Jahr gezeigt. Im November 2022 meldete FTX Insolvenz an, die die weltweit drittgrößte Kryptobörse war. Ihr Wert belief sich zwischenzeitlich auf 32 Milliarden Dollar, was ungefähr so viel ist, wie aktuell die Deutsche Bank und die Commerzbank zusammen wert sind. Anleger hatten Milliarden von Dollar verloren, allerdings nur diejenigen, die ihre Kryptos auf FTX liegen hatten und sie nicht in die eigene Wallet umgezogen hatten. Genau deshalb macht es Sinn, sein eigenes Geld auch in seinen eigenen Geldbeutel, also in seiner eigenen Wallet, aufzubewahren. Hier unterscheidet man nochmals zwischen 2 verschiedenen Varianten, einer Hot Wallet und einer Cold Wallet. Die Temperaturbezeichnung deutet an, ob die Wallet mit dem Internet verbunden ist. Bei einer Hot Wallet speichert man die Schlüssel zu seinen Coins auf dem eigenen Computer oder auf dem Smartphone in einer App ab. Das ist komfortabler, aber dafür weniger sicher, da Kriminelle theoretisch über das Internet eure Wallet hacken könnten. Wer die maximale Sicherheit will, sollte sich allerdings für eine sogenannte Cold Wallet entscheiden. Hier werden die Schlüssel zu der eigenen Wallet auf einem USB-Stick gespeichert, der nur mit dem Computer verbunden wird, wenn man auf seine Kryptos zugreifen will. Darüber hinaus solltet ihr bei besonders neuen und weniger verbreiteten Kryptowährungen aufpassen. Viele InfluencerInnen bewerben beispielsweise unbekannte Kryptowährungen oder erstellen einfach ihre eigenen aus dem Nichts. Dann nutzen sie das Vertrauen ihrer FollowerInnen, um den Preis dieser überaus innovativen Währungen in die Höhe zu treiben. Mit solchen Coins zu zocken ist daher noch riskanter, als wenn man bei den verbreiteten Währungen wie Ethereum oder Bitcoin bleibt. Mehr darüber erfahrt ihr in dieser Doku von Zap. Darüber hinaus empfiehlt das BSI, dass man seine Wallet mit Zugangsdaten schützen sollte und außerdem eine Sicherheitskopie seiner Wallet anlegen sollte. Für ZuschauerInnen unseres Kanals also nichts Neues. Sichere Passwörter verwenden und Backups anlegen. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, schaut euch gerne mal unsere Videos dazu an. Was denkt ihr über Kryptowährungen? Seid ihr schon stolze Besitzer von Kryptowährungen oder bleibt ihr erstmal euren Scheinen und eurer Kreditkarte treu? Mir persönlich gefällt der dezentrale Aufbau und wenn man ein paar Grundlagen beachtet, können auch Einsteiger Bitcoin und andere Währungen relativ sicher benutzen. Allerdings sind selbst verbreitete Währungen im Alltag noch kaum so verbreitet wie unser Bargeld und aus verschiedenen Gründen nicht so wirklich praktikabel. Ich freue mich, euch im nächsten Video zu sehen. Macht's gut!